Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. Wir zocken God of War, das ist der 24. Part. Und ja, wir gehen jetzt nach Helheim. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was da passiert. Ich würde mal sagen, wir machen das einfach mal kaputt. Und dann werden wir schon sehen, was auf uns zukommt. Wer ist hier was? Nein. Okay, die kommen hier irgendwie nicht rein. Ganzen Toten. Zack. Okay, ich kann die nicht töten. Was ist das denn? Ah, guck mal, das kann man noch nicht aufmachen. Ist auch was Neues. Irgendein Siegel. Einfach kaputt machen. Einfach kaputt machen. Hm. Vielleicht mit der Axt. Ja, die kommt doch durch hier. Da, guck mal. Ah, guck mal, hier. Geht doch. Ich finde so geil, dieses Gestrüpp da zu verbrennen. Also. Da können wir uns durchquetschen. Da sind noch ein paar Gegner, glaube ich. Ja. Die wollen uns unbedingt abhalten. Und das schaffen sie nicht. Okay. Okay, dann komm mal her. Klick. Okay. Klick. Klick. Zack. Mit der Schwede. Fuck. Nehmen wir unsere Fäuste. So, probieren wir mal die Fäuste. Ah, countern. Einfach countern. So, jetzt schön countern. Zack. Was? Komm. Ja, die muss man auskontern. Zack. Oh, einer down. Ah, beide. Nice. Ja, countern ist wichtig. Ja, gut. Was? Müde? Zack. Ich finde das Design so geil von den Gegnern. Was? Eine Schmucki. Zack. Okay, das ging easy. Ja. Als wir die Häscher bei meinem Haus getötet haben, kamen sie hierher? Sind sie so schnell zurückgekehrt? Die Zeit verstreicht nicht in allen Welten gleich, vor allem was die Welt der Geister betrifft. Wie das Licht von Alfheim. Ganz im Gegenteil, der Seelensee fühlt sich schneller an als die Zeit in Alfheim. Aber Hel ist viel langsamer als Midgard. Tut mir leid, das muss verwirrend sein. Wenn wir früher wieder bei meinem Sohn sind, ist das gut. Ah, du lernst wirklich schnell. Mhm. Ja, das habe ich nicht gewusst, dass die Zeit da verschieden. Das ist ja wie bei uns mit der Zeitverschiebung. Okay, können wir da reinspielen? Okay, wir müssen das runterschlagen. Leg. 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 Oh, okay. Hey, war doch noch gar nicht ready. Ja, die halten nicht drauf. Okay, jetzt bin ich verspielt. Das ist gelungen. Was? Hat wohl? Irgendwas.
Weg. Wir müssen dann da nicht erholen. Vielleicht können wir jetzt hier reinklettern. Ach, da ist noch ein. Auf der anderen Seite. Noch so ein Gestrüpp. Ja, das habe ich nicht gesehen. Okay, nein. So, jetzt. Nice. Das hat mich jetzt so ein bisschen an Darksiders erinnert. Den ganzen kleinen Rätseln. Okay, was haben wir hier? Okay, was ist jetzt los? Oh! Eine Berserker oder was? Was ist das für eine? Oh shit! Weg von dir! Okay, ich würde mal sagen, jetzt schalten wir mal gut ein. Probieren wir mal ein bisschen. Schön die Wut rauslassen. Komm, komm. Alter, ein Hit. Zack. Alter, daneben. Zack. Dieses Valhall, liegt es in Hel? Oh nein, Valhall ist Teil von Asgard. Nur die Würdigen gelangen dorthin. Krieger, die im ruhmreichen Kampf sterben. Hel ist für jene, die unehrenhaft sterben. Verbrecher. Ja, und jene, die durch Krankheit sterben, Unglück, Alter. Es ist unehrenhaft, alt zu werden? Naja, es ist wohl nie zu spät, in den Kampf zu ziehen. Ja, die haben die damals schöne Propaganda bearbeitet. Damit die schön brav in den Krieg ziehen. Das haben ja viele Völker gemacht. Also das ist Kaputski. Haben wir hier noch was? Okay, dann können wir wieder runter. Ist schon krass, wie die Menschen immer manipuliert wurden. Also zu jeder Zeit im Endeffekt. Und das ist ja heute auch nicht anders. Mann, ich will jetzt endlich nach Helheim, Mann. Truppen Midgard verlassen, wenn wir den Brückenwächter töten? Das glaube ich nicht. Obwohl es die Sache wohl auch nicht schlimmer machen würde. Es ist ein Hindernis weniger für die Lebenden, um das Innere von Helheim zu erreichen. Aber wer wäre so verrückt, dorthin zu gehen? Also Brückenwächter. So, so. Ein Brückenwächter. Okay, wir haben zwei Wege. Wir können einmal hier nach oben. Wir können hier rumlaufen. Ich glaube, wir gehen erstmal nach oben. Ich hoffe, mein Instinkt irrt mich nicht. Die Brücke der Verdammten. Und da der Wächter, der dafür sorgt, dass die Toten wirklich tot sind. Was hält er da? Das Totem enthält eine mächtige Quelle magischer Energie. Die Quelle von Helheim selbst. Aber was du willst, ist sein Herz. Hol es dir, dann können wir gehen. Wie? Fang einen Streit an, das kriegst du doch hin, oder? Okay, dann gehen wir erstmal zurück. Dann war das ein guter Instinkt. Ich möchte erstmal alles durchsuchen, weil hier gibt es auch noch Sachen. Okay, der schaut eigentlich so aus wie der normale Boss, würde ich mal sagen. Der stinkt noch. Ah, wir kommen hier nicht durch. Okay, alles klar. Sicher brauchen wir den Jungen. Sehr gut zu wissen. Okay, alles klar, dann machen wir mal. Fangen wir einen Streit an. Das können wir ja gut, oder? Okay. So. Hier sind wir durchgekommen. Oh, ich glaube, wir kriegen dann so eine. Ja. Ach, das ist sein Herz. Da drin, guck mal, in der Brust. Und mit dem öffnen wir dann diese ganzen Türen und diese ganzen, ja, komischen Siegel. Wir haben hier was. Heilung. Na, Schmocki. Ist doch genau dasselbe. Im Endeffekt ist es ein bisschen anders. Ein bisschen anders gemacht, aber ansonsten. Das ist ein typischer Ogre.
noch gar nichts gemacht. Ja, das ist wieder so einer. Bloß ein bisschen, schaut ein bisschen anders aus. Okay, und teleportiert sich. Okay. Alter, und der macht noch so viel Feuer. Alter. Crazy. Hätte die Wut aufsparen sollen. Hätte sie echt aufsparen sollen. Der hat mich gut gebraucht. Hätte ich wirklich gut gebraucht. Oh shit, das hat sich nicht gelohnt, die Heilung zu holen. Ganz easy. Okay. Oh shit. Okay, geht, geht doch. Einfach schön bewegen, rennen. Wow. Okay. Die könnte ein bisschen stören. Zack. Also schnell weg. Oh shit. Ich bin hierher gesprungen. Zack. Nee, geht doch nicht. Oh. Ah, easy going. Easy going. Ah, fuck it. Falscher Zeitpunkt. Ja, cooler Boss. Aber ist fast genauso wie die anderen. Haben sie ein bisschen gespart. Einfach nur ein bisschen neues Design und Attacken. Ansonsten ist im Endeffekt dasselbe. Okay, komm her. Erdbeben zu fangen. Ich sehe, dass die Chaosklingen sich noch aufladen. Ah, das ist dieser Effekt, genau, den ich gekauft habe. Wenn ich nicht getroffen werde, dann ja, machen sie mal mehr Damage. Was ist los? Ja, ein Drittel noch. Dann haben wir es geschafft. Okay, also ich habe irgendwie nicht kapiert. Sind wir schon in Heheim? Was ist das denn da für einer im Hintergrund? Was sieht denn an? Kommt über Dark Souls aus. Zack. Easy going. Da, guck mal. Da im Hintergrund. Was ist denn für einer? Crazy Motherfucker. Ja,
Ja, wir haben ihn. Ah, shit. Ja, ich darf jetzt nicht nach, dass ich das noch sterbe. Der ist down. Ja, die Animation kennen wir. Das ist dieselbe. Zack. Ja. Also du siehst, es ist im Endeffekt... Oh. Okay, doch ein bisschen... Doch ein bisschen anders. Okay, nice. Ich dachte, wir müssen nach Helheim. Wir haben ja schon sein Herz. Wahrscheinlich müssen wir... Du musst dir die Hände schmutzig machen. Wahrscheinlich kommen wir dann mit dem Jungen nach Helheim. Ja? Und ich denke, das ist der Schlüssel. Das ist sein Herz. Also für diese Türen. Und dann können wir im Endeffekt eigentlich fast alles öffnen. Okay. Eins. Oh. Eins. Oh. Oh Gott, davor ist ja bekannt für seine Scheiße. Ah, ich bin Gänsehaut nicht. Na komm schon. Oh. Crazy? Ja, ich glaube schon, dass es der Schlüssel ist. Ja? So, jetzt den Jungen abholen und dann gucken wir mal, was mit dem passiert ist. Was ist das für ein Typ da im Hintergrund? Der erinnert mich voll an Dark Souls. Ich hab das Herz. Brauche ich sonst nichts? Das war's. Lieber schnell weg hier, ja? Ah, guck mal da. Hier. Zeus. Zeus? Oh. Mein Vater. Dein Vater war Zeus? Na, das erklärt einiges. Was ist dieser Ort? Halte dich fern. Verstanden? Okay, also die Story wird ja immer kranker. Wie kann er hier sein? Das ist nicht möglich. Es ist eine Illusion. Hel foltert seine Bewohner mit der eigenen Vergangenheit. Hausflamme. Machen wir uns auf den Rückweg zu deinem Sohn. Ah, du wirst hier mit der eigenen Vergangenheit gefoltert, das ist ja nice. Jetzt sehe ich. Okay, alles klar. Also wir haben jetzt auch die Hausflamme. Das bedeutet, wir können die Waffe upgraden. Also du siehst, für die... Klinge, also für die Axt brauchen wir eine Frostflamme und hier brauchen wir eine Chaosflamme. Also das ist dann was anderes. Okay, ich würde mal sagen, das machen wir noch kurz. Ah, okay, ich lasse nur heilen. Genau, probieren wir jetzt mal. Okay, habe ich recht gehabt. Ich dürfte gar nicht hier sein. Ist das kalt? Los, schnell, gib mir deine Klingen. Warum? Ich habe dir doch gesagt, ich will dir helfen. Mach schon. Meine Ausrüstung ist in Midgard. Bin gleich zurück. Er wird sie doch nicht klauen, oder? Hier. Jetzt sind sie bereit für die Winde von Hel. Ziel mit den Klingen auf diese magisch leuchtende Stelle und wirf.
Winde von Hell. Winde von Hell sind stabiler, instabil und können nur 10 Sekunden lang gehalten werden, bevor sie zur letzten Windfalle zurückkehren. Ziele jetzt mit deinen Klingen auf die Windfalle. Das ist die kleine Kugel, die in der Mitte der Tür hängt, siehst du? Lass sie nur los. Hä? Aha. Jetzt kannst du die Winde von Hell absorbieren und freisetzen, wann immer es dir gefällt. Gern geschehen, ich bin da mal weg. Manchmal frage ich mich, ob es im Sattenhirn einmal eine Art Unfall gegeben hat. Wir waren viel zu lange fort. Okay, alles klar. Also das hat nichts mit seinem Herz zu tun gehabt, sondern das ist diese Winde von Hell. Also im Endeffekt ist es die Fähigkeit der Klingen, die er jetzt eingebaut hat. Warte mal, müssen wir zuerst wahrscheinlich aktivieren. Genau. Und dann... Aha, okay, alles klar. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, das nicht. Also, genau. Hammer. Ey, richtig geil, was sie alles eingebaut haben. Was ist das? Hier haben wir mal... Okay, hier kommen wir nicht durch, da brauchen wir den Jungen. Klick, und hier kommen wir auch nicht durch. Ja, alles klar, das müssen wir uns merken. Merken wir uns mal. Ja, dann gehen wir weiter. Das macht Spaß, so also diese Türen aufzumachen, neue Waffen zu kriegen. Ich weiß. Also beim Spielen wird es hier echt nicht langweilig. Also bei God of War. Das ist immer auch in meinen Augen das, was ein gutes Spiel ausmacht. Dass man immer so einen Progress hat. Man hat immer so ein, ja, so ein Belohnungssystem, sag ich mal so. Oder es bleibt halt spannend. Ja, und dann hat man halt Bock, einfach weiterzuzocken. Und ein gutes Spiel ist halt, ja, so tut gemacht, leid, ist halt einfach... Ich denke immer noch an die Sache von vorhin. Zeus war dein Vater? Nicht jetzt. Konzentrieren wir uns darauf, Hehl zu verlassen. Da muss ich dir zustimmen. Dann bewahre ich diese kleine Perle in aller Stille für später. Also wie gesagt, also gute Spiele, die bleiben halt spannend und man hat halt immer schönes, ja, so ein Progress-Gefühl. Ah, da ist noch einer. Und langweilige Spiele, die, ja, da passiert halt einfach nichts Neues. Man rennt halt immer rum, ja, ohne dass irgendwas krasses... Oh. Ja, warte mal, warte mal. So. Okay, wir brauchen die Energie. Ah, da, 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 guck mal. Klick. Zack. Okay. Jetzt haben wir das Tor auch aufgemacht. Ich glaube, da ist jetzt... Da war ja noch irgendwas. Links. So, dazu braucht man erstmal die Energie. Glaube ich, war was, ja, hier kommen. Zack. Nice. Ja, mein Gedächtnis hat sich nicht geirrt. Okay. Oh, guck mal, da ist noch was. Ei. Okay, was ist das? Soll das bringen? Was ist los? Oh, der will kämpfen. Der will kämpfen? Ja, so einen haben wir schon mal erledigt. Und zwar die stärkere Stufe von ihm. Okay, nice. Nice. Er wird zu langsam. Klick. Oh shit. Ja, ich hab mich verdrückt. Wollte weg, wollte blocken und hab dann schlagen gedrückt. Ich mag es, gegen den zu kämpfen.
Vielleicht kannst du dich erinnern, wo wir gegen diese krasse Stufe gekämpft haben. Glaub Level 7 oder so. Und da habe ich noch nicht mal alle Fähigkeiten gehabt. Hab ihn trotzdem platt gemacht. Das war geil. Das war voll die Herausforderung. Okay, jetzt haben wir ihn. Zack. 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 Ah, was los? Okay, jetzt haben wir ihn. Wird bestimmt was Gutes droppen, ja. Nice. Tödliche Kriegsangriffe. Oh. Oh, wir haben ja... Wo kommt das rein? Klingen... Ah, okay. Okay, da kommt dann rein. Geil, wir können es ja auch noch unten reinpacken. Das ist richtig nice. Das ist wirklich nice. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was mit dem Jungen passiert. Ah, guck mal, da sind noch mehr. Was passiert denn? Ah, okay, okay. Dann nehmen wir lieber vom Tor die Energie. Hier ist eine. Hier ist eine zweite. Zack. Ich kann mir vorstellen, dass dann irgendwas aktiviert wird. Guck mal, da läuft die Zeit. 3,2. Yes! Okay, ich hab's nicht geschafft. Fuck. Da hab ich ein bisschen gedrüttelt. Ah, warte mal. Warte mal, wir machen das einfach so. Das nehmen wir weg. Bringen hier rein. Wir müssen ja nicht unnötig kompliziert machen. Zack. So, und dann das andere bringen wir dahin. Fertig. Easy going. Ich denke, dann kriegen wir noch einen Schatz oder irgendwas. So. 10 Sekunden sind das immer. Klick. Und? Jetzt los. Okay. Oder wir müssen es weitertragen. Ich kann mir vorstellen, dass wir es weitertragen müssen. Zack. 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 Vorsicht! Von hinten! Das ist geil, wie leicht man sie killen kann mit den Faustklingen. Und ich habe sie dann mit den Fäusten immer gemacht, bei den Nebenquests. Also im Endeffekt sollte man erstmal ein bisschen in der Kampagne weiterzocken. Und dann den... Alter, was? Alter, ich konnte nichts mehr machen. Hat mich gestunt. Okay, was ist hier? Ich glaube ja immer noch, dass man die weitertragen muss. Ah, guck mal, siehst du? Oh Mann, ey, ich bin gespannt, was dann passiert. Okay, dann tragen wir sie mal weiter. Vielleicht müssen wir sie einfach weitertragen, um eine Tür aufzumachen. Kann auch sein. Okay, dann tragen wir das weiter. Zack. Hier jetzt erstmal weiter gucken, was da los ist. Und dann... Vermute, da hinten ist auch noch an der Staffel. Zack. Haben die schon geil gemacht, ja. Muss ich sagen. Komm her. Mit Kausklingen macht's echt Spaß. Aber Axt ist auch natürlich geil. Okay, dann müssen wir das jetzt mal weitertragen. Oh, guck mal, hier ist ein da, guck mal, hier können wir hoch. Okay, nice. Gut, dass ich ihn gesehen habe. Zack. Aber das ist wahrscheinlich bloß Silber. Oder? Ja. Silber. Okay, jetzt müssen wir das wieder weitertragen. Ich bin jetzt echt gespannt, was dann passiert. Ja, wie gesagt, kann sein, dass wir es einfach für eine Tür brauchen. Und dass da gar nichts Spektakuläres passiert. Das Krasse ist halt, dass du so viel, also so viel Reichweite hast. Also sag mal so, du triffst halt so viele Ziele, ne? Weil du um dich herum wirbelst. Dadurch triffst du halt mehr Gegner. Ah, guck mal, da ist noch was. Cool. Das ist sehr schön.
Leg. Leichter Runenangriff. Ah, guck mal, unsere ersten Runen. Gucken wir uns das mal an. Nichts Besonderes. Bauen wir ein, wir haben ja nichts Besseres. Besser als nichts. So. Leg. Leg. Leck. Ja, Silber wird im Wesen, sonst nichts. Hoppa. Komm her. Komm her. Hochgeblieben. Okay, einer ist down. Zack. Zack. So, wir kommen hier einfach so rein. Anscheinend, also ich verstehe nicht, wozu man diese Winde von Hail oder wie auch immer die geheißen haben. So was man die gebraucht hat. Na gut, dann gehen wir rein. Aber anscheinend war das Helheim. Jetzt mach dich besser gleich auf zu deinem Jungen. Ja, warte mal, erstmal upgraden. Gesicht von mir, wenn sie wieder gut geht. Erstmal upgraden. Wir haben ja hier Ausflamme. Zack. Nice. So. Was brauchen wir jetzt noch? Noch eine Chaosflamme. Ja, das bedeutet, wir können neue Fähigkeiten aktivieren. Wenn wir jetzt auf Fähigkeiten gehen, dann müssten wir jetzt Stufe 2 haben. Genau. So, was haben wir denn Schönes hier? Ja, erstmal das hier, das ist nice. Erhöht die Verbrennungs, genau, das ist auf jeden Fall. Okay, die sind ab Stufe 3. Und hier haben wir noch 2. Was haben wir hier erhalten? Sie R1 gedrückt. Um einen starken Angriff auszuführen, der alle Gegner in Kratos Nähe trifft. Okay, schaut jetzt nicht so spektakulär aus. Drücken Sie während der vorletzten leichten Kombo-Angriffe. Schaut auch nicht so krass aus. Nee, das spare ich mir lieber. Okay, dann gehen wir zurück. Bringen wir mal das Herz vorbei. Also so wie ich das verstanden habe, war das dieses Hellheim. Wir sollten nicht zögern. Sofort zurück nach Midgard mit dem Herzen. Und ich dachte, das war... Also ich dachte, das ist so eine Lava-Welt. Dabei ist es genau der Gegenteil. Das Gegenteil. Okay, wir müssen nach Midgard. Leg. Alfheim. Ah, warte mal. Midgard ist ja einfach Dreieck. Genau. Einfach Dreieck. Kommt einfach in die Hauptwelt. Zeus? Endlich verstehe ich! Verflucht, ich baumle an der Hüfte vom Geist Spartas! Nenn mich nicht so. Versteh mich nicht falsch. Von dem, was ich gehört habe, hat er es das Panther verdient. Aber ich muss das erstmal verdauen. Ich weiß, du hast Götter, aber du kannst ihnen nicht fernbleiben, oder? Sag dem Jungen nichts davon. Er darf es niemals wissen. Schwachsinn, Mann! Mit Verlaub, Schwachsinn! Er muss es wissen. Ohne die Wahrheit wird er niemals er selbst sein. Hör mal, ich verstehe dich. Du hast die Götter. Alle Götter. Es ist kein Zufall, dass dich das auch einschließt. Und es schließt den Jungen mit ein. Siehst du das nicht? Er spürt es. Er kann nichts dafür, was er ist. Nicht mal im Ansatz, weil du es ihm nicht gesagt hast. Alles hängt zusammen, Mann. Du wirst ihm nichts sagen. Oh Mann, ey. Dass er das vor ihm vorenthält, das ist einfach nur scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Natürlich muss er es erfahren. Der hat ja selber irgendwelche Wutprobleme. Erinnerst du dich noch an die Abkürzung zwischen den Welten? Ich hab sie verbessert. Oder vielleicht auch vermurkst. Die brauchen wir. Das weiß ich doch. Also habe ich mit den Winden von Hill dafür gesorgt, dass es nicht nur in eine Richtung geht. Jetzt könnt ihr mit mir hin und her reisen. Wenn sie nicht vermurkst ist. Dann kommen wir damit zu Freya. Das ist eine sehr gute Idee. Okay. Geil. Das ist nice. Das ist eine nette Verbesserung. So, wo ist... Hier ist... Ja. Nee, hier ist... Geil. Das ist ja geil.
Ja, man sollte, wie gesagt, man sollte erstmal die Hauptstory spielen, weil dann hast du einfach mehr Möglichkeiten und dann... Also ja, ihr dann, wisst offensichtlich, wie man mit Stil reist. Und dann die Nebenquests, weil dann einfach leichter ist. Öffnest dann auch alles und so weiter. Ja, ich würde sagen, wir machen aber an dieser Stelle Cut und dann schauen wir einfach in der nächsten Folge, wie es weitergeht, was dann passiert, ob er irgendwelche Superkräfte entwickelt hat oder ja, was dann halt sterben, denke ich mal, wird er nicht, was uns dann erwartet. Und ja, abonniere den Kanal, wenn du nichts verpassen möchtest, gib uns einen Daumen hoch, wenn du uns unterstützt und kein Schmock bist, der uns was gönnt. Und ansonsten sehen wir uns einfach im nächsten Part. Also hau rein!